Hallo liebe Festgemeinde, hier ist der Akta und willkommen zu einem bzw. meinem ersten offiziellen Let's Play auf dem Kanal hier. Pfingstwochenende heißt Doom-Wochenende. Doom ist released worden und ja, wir wollen es jetzt spielen. Ich persönlich habe auf meinem ersten Rechner mit 11 Jahren schon auf meinem 486er 33 MHz das Original Doom gespielt, was damals nur mit einer optimierten DOS-Boot-Diskette möglich war. Und ich freue mich auf dieses Doom, weil es vielleicht tatsächlich ein Nachfolger im Geiste ist zum Original, was man ja von Doom 3 nicht unbedingt behaupten konnte, was ja doch mehr so ein, ja, ein bisschen mehr Horror, weniger in Anführungsstrichen Gore, beziehungsweise weniger intensives Spielerlebnis war. Das soll sich ja hier jetzt komplett wieder geändert haben. Und wir starten einfach. New Game. Settings. Maus und so weiter habe ich mir schon kurz eingestellt. Das war eigentlich das meiste ganz okay. Wahrscheinlich weiß ich auch gar nicht alles auswendig. Subtitles können wir noch anmachen. Dann zurück und Start Campaign, Hurt Me Plenty und dann geht's los. Space muss man drücken. They are rage, brutal, without mercy. But you will be worse. Rip and tear. Until it is done. Läuft schön flüssig das Ganze. Die ganze Geschichte hier. So, gucken wir mal. Okay. Wir werden also hier angebetet. We have to contain this. Sarkophag, aus dem wir hier gerade rausgekommen sind. Und, ah ja, da ist der Marine Suit. Okay. Zumindest schon mal ein richtig cooles Intro. Damage, Threat Level, okay. Satellite Dish ist offline. Ah ja. Cannot determine the cause of the demonic invasion until the Resop satellite is brought back online. Okay, ist also eins von den Zielen, das Ding wieder online zu kriegen. Welcome. I'm Dr. Samuel Hayden. I'm the head of this facility. I think we can work together and resolve this problem in a way that benefits us both. Okay, daran haben wir wohl nicht so viel Interesse, das zusammen irgendwie zu regeln. Okay. Glory kills. Dealing damage to demons will cause them to stagger. Okay, which is in blue highlighting.
Turn off. Also Maus 4 habe ich mir schon eingestellt für Familie-Angriff. Okay, das heißt, ich kann dann einen Glory Kill machen. Oh, okay. Okay, man kann auch zweimal einfach draufhauen und dann den Glory Kill machen, alles klar. Und man kriegt dann immer wieder Health, gut geschrieben. 5 Health scheinbar pro Kill. Ja. Das ist ja bei modernen Shootern auch nicht immer mehr so der Fall. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe seit Quake 4, was ja so ein bisschen ähnlich stilistisch sein soll, keinen Shooter mehr so richtig durchgezockt. Den aber mit sehr viel Freude, deswegen hoffe ich, dass das hier auch so ist. Okay. Oh. Ein Imp. Das sieht cool aus. Hi. Ah, okay. Also. Monster Imp, okay. Die ganzen Codex-Entries und so weiter, die es hier scheinbar gibt, die werde ich mir jetzt erstmal nicht anschauen. Was ich ganz cool finde, ist hier, man kann hier man kann hier so eine Art Mini-Sniper machen mit der Pistole. Sehr gut. So, laufen wir alle an das Fass bitte. Sehr schön. Okay. Ja, hier ist mein Ziel angezeigt. Press E. Okay. Was ist jetzt passiert? Ah, hi. Okay, kann man hier... Ah, cool, der springt ziemlich hoch, das ist gut. Wow, okay, jetzt ruckelt es gerade ein bisschen. Mit der Aufnahme im Hintergrund, haben wir noch... Ah, hier sind Viecher. Oh. Der Ruckler hat mich jetzt etwas aus dem Konzept gebracht, muss ich sagen. Hi. Einen haben wir erwischt. Ja, das Ganze läuft hier so ein bisschen mehr nach Arena-Prinzip scheinbar ab. Also man wird hier immer mit den Gegnern irgendwie in so einem abgeteilten Bereich eingesperrt und muss sich dann um die kümmern, scheinbar. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir auch im Vorfeld nicht so viele Previews, Reviews und so Zeug angeschaut. It cannot be allowed to leave this place. To ruin everything. Okay, also die... Dame ist schon mal nicht so freundlich zu uns, denke ich mal. Die meint uns mit He cannot leave this place. Okay. Ja, dann ab in den Lift. I'm willing to take full responsibility for the horrible events of the last 24 hours, but you must understand. Our interest in their world was purely for the betterment of mankind. Everything has clearly gotten out of hand now. It was worth the risk, I assure you. Cooler Remix von dem originalen Doom Hintergrundsound. Okay. Das ist Intro schon mal ziemlich vielversprechend gewesen hier. So. Dossier and Viewer. Available Objectives, okay, wir gucken jetzt da einmal rein. Ah ja, the Mission Tab will show an auto map available, Mission Challenges, Exploration Items und so weiter, okay.
Das heißt, wir sind im Prinzip hier und kamen von da unten. Challenges haben wir noch nicht. Okay. Collectibles. Okay. Also ich werde sicher nicht nach vielen Secrets suchen, auch wenn es zu Doom irgendwie dazugehört. Aber wenn ich jetzt mal irgendwo vorbeikomme, okay. Aber also ich werde sicher nicht stundenlang hier verbringen, um die letzte Geheimtür oder sowas zu suchen. Ansonsten sind wir hier auf dem Mars. Sieht so ein bisschen, erinnert es mich an das Original Total Recall, wie es hier aussieht. Okay. Ja. Ich denke mal, wir müssen hier runter. Okay, Impact Compensation. Alles klar, das heißt, wir können auch relativ weit oben runterfallen und kriegen nicht unbedingt Schaden. Sehr gut, was haben wir hier? PDA. Context Entry Environments. Okay, wie gesagt, ich guck mir das jetzt. Soll ich mir das angucken? Steht da irgendwas Sinnvolles? Liquid Water, blub blub. Gibt's da noch Power Source, New Visitors, The Rich Atmosphere. Kann ich hier. Hallo? Ist Goldman hier? Okay. Also ich kann hier aus irgendeinem Grund nicht scrollen. Na gut. Database, okay, Weapons. Combat Shotgun Monsters, Possessed, das sind wohl Menschen, die quasi besessen sind von Dämonen, und der Imp, den haben wir jetzt schon. 5 Glory Kills 4, okay, das sieht man hier auch. Das ist unser Anzug, der Praetor Suit. Praetor Suit. Tutorials, Glory Kills, Mission Information, okay. Gibt nicht viele Sachen zu sehen, aber. Wir laufen erstmal weiter. So, oh, Imps. Treffe ich die? Nee. Doch, kann man treffen. Aber die bleiben nicht stehen, beziehungsweise die greifen mich nicht an. Das heißt, das ist hier mehr so cinematisch angelegt. Okay. Wie sieht's hier unten aus? Ah, hier sind wieder so Possessed-Viecher. Na? Komm. Glaube ich, kriegt man auch einen Headshot hin, wenn man gut zielt, so wie ich jetzt nicht gerade. Jawohl, sehr schön. Hier waren auch noch welche. Zack, sehr schön. Das heißt, die kleinen Viecher kann man vorab schon mal so einigermaßen aus sicherer Distanz entfernen, wobei die natürlich jetzt nicht unbedingt so unbedingt gefährlich sind. Sagen, gehen wir runter, und wahrscheinlich, so wie das hier unten aussieht, kommen hier gleich wieder mächtig große Viecher. Von daher, let's go! Ah ja. Oh, hi! Was bist du denn? Sich hier, glaube ich, ziemlich schnell bewegen, damit die Viecher einen nicht sofort hier lästig einkesseln. Hi. Was? Tja, und man darf, glaube ich, die Fässer und die Umgebung einzusetzen, glaube ich, nicht unterschätzen. Wie sind das hier? Ah, da hinten ist einer. Oh, okay.
So. Checkpoint reached. Okay, das heißt, es waren alle. Interesting. Okay, jetzt können wir nochmal kurz bei dem Enemies. Wo war das? Weapon Upgrade Points. Okay, haben wir noch nicht. Unser Suit. Okay, und hier Monsters. Was waren das jetzt hier? Possessed Soldier. Okay, das ist quasi ein Upgrade von dem normalen Possessed. Das ist ein Possessed mit einer fiesen Knarre. Okay. Gut. Haben wir hier noch irgendwas, was wir einsammeln sollten? Hier ist noch ein bisschen Armor. Drüben. Sehr gut. Auch noch Armor. Okay. Hier noch irgendwas? Nichts soweit. Was ist hier? Achso, hier geht's hinten nochmal rum. Okay. Gut, dann gehen wir mal weiter zum Checkpoint. Hep. Also, was echt cool ist, ist, wie flüssig hier die Steuerung und alles ist. Das ist richtig cool. Das ist auch was ich bereits gehört habe, obwohl ich mich jetzt, wie gesagt, nicht extra informiert habe. Aber wie cool die Steuerung hier sein soll. Und Find Blue Access Key. Auch was eher traditionelles aus Doom. Die Access Keys. Schauen wir hier einfach mal durch. Was ist er hier? Das ist, glaube ich, irgendein Extra. Okay, hier hinten. Ah, hier leuchtet es blau. Wahrscheinlich hat der den blauen Access-Schlüssel. Okay, dann gehen wir einfach mal weiter. Wahrscheinlich müssen wir vorher noch ein paar Monster töten, nehme ich mal an. Ah ja, hier ist der Kollege. Jawohl. Find Blue Access Key. Ah, mal hier oben. Und warum auch vielleicht? Ah ja, ah hier ist das extra Secret. So ein kleines Marine Spielzeug, okay. Kommen wir gleich wieder zurück. Alles klar. Access granted, wunderbar. Man muss nicht mal drücken. So. Was ist das? Frag Grenade. Okay. Und Equipment System Unlock. Okay. Was macht die Frag Grenade? Mittlere Maus. Equip item when you have it available. Equipment recharge timer. That must be. Cycle through equipment pressing F1 or F2. Okay. The equipment system can be improved. Okay. Ah, da wirft er automatisch gleich. Ah, alles klar. Gut. Maus 3 ist ein bisschen ungünstig. Ich glaube, das muss ich nachher mal noch umlegen in der Pause. Hier sind wieder die Monkenviecher. Die können wir wieder wegsnipern. Das finde ich macht richtig laut. Ehrlich gesagt. Immer stillhalten. Zack, jawohl. Der ist gerade hingefallen von selber. Sehr gut. Da läuft er. Sehr gut. Okay. Da haben wir die erstmal erledigt. Schalten wir die Bomben auf die Shotgun wieder. Beziehungsweise ich habe einen Upgrade-Punkt, hat es gerade gesagt. Wo habe ich denn einen Upgrade-Punkt? Hier. Okay. Was kann ich da upgraden? Hazard Protection. Decrease Explosive Barrel and Environment Damage Taken. Okay. Was haben wir hier? Arena Scanning. Equipment System. Quick Charge Decrease during Duration for. Okay. Power-Ups, Dexterity, kann man noch nichts machen. Ja, sollen wir das mal upgraden einfach mal jetzt das ab. Was muss ich machen? E drücken? Ah, Enter muss ich drücken, okay. Oder? Ach, ich habe noch gar keinen Upgrade-Punkt, das hat mir nur freigeschaltet, dass ich das bald machen kann. Okay, das, ja, wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Okay, dann gehen wir hier runter. Förderpumpe. Okay, ist nix. Panzer. So.
da glaube ich, sollten wir mal reingucken. Was hier so abgeht. Hier sind auch ein paar Kollegen. Man kann sich die Viecher, glaube ich, gut verwenden, wenn man mal wenig Health hat und man kommt an so eine Stelle, wo die sind. Sind da auch noch welche? Nee. Dann kann man die, glaube ich, ganz gut verwenden, um ein paar Glory Kills zu machen und dann immer ein paar Health zurückzukriegen. Aber in unserem Fall jetzt braucht man das gerade nicht. Okay. Was ist er hier? Map Download, okay. Schauen wir mal. Ah, 50 ist meine maximale Panzerung momentan. Okay. Area Scanning Technology unlocked. Okay. Und Automap downloaded. Das heißt, jetzt haben wir eine Automap, die uns inwiefern hilft. Das wir jetzt hier sehen, hier ist irgendein Terminal. Okay. Genau. Ah ja. Die Map sieht ganz schön aus. Ah, hier ist noch so ein Secret oben, aber wie gesagt, da würde ich mich jetzt ehrlich gesagt im Lauf der Kampagne, so im ersten Durchlauf, nicht unbedingt beschäftigen damit. Okay. So, ich würde aber sagen, das ist eine gute Stelle, um hier mal einen kurzen Break reinzuhauen. Das war Folge 1 von Doom. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr schaut auch bei Folge 2 und weiteren wieder rein. Bis dahin, macht's gut, habt Spaß. Euer Akta. Tschüss.